Da wird dem Herrn Draghi heute ein richtiger Stein vom Herzen gefallen sein. Denn die Rettungsmaßnahmen der EZB für marode Euroländer sind rechtens. Zumindest sehen die obersten Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe keinen Verstoß gegen das deutsche Grundgesetz. Ja, und weiterhin hat er dann ausgeführt, Mario Draghi, dass die EZB gerüstet ist für einen möglichen Austritt der Briten. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Ja, also verbale Entspannung irgendwie an allen Ecken und Enden, die der DAX dann auch quittiert hat mit einem kurzen Ausflug über die 10.000 Punkte. Ja, am Abend sollte vielleicht nicht mehr allzu viel passieren am Markt. Fußballfans und Anleger, vielleicht sind die ja sogar identisch, die gucken sich dann eher das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft an. Schauen wir uns jetzt so lange an, was morgen alles passiert. Die wichtigen Termine dann eigentlich erst so am Nachmittag. Um 13 Uhr erwarten wir die Hypothekenanträge der Amerikaner. Dann um 15 Uhr schauen wir kurz mal nach China. Da gibt es den Index der Frühindikatoren. Wir haben das Verbrauchervertrauen der Eurozone, zunächst vorläufige Zahlen. Wir bekommen um 16 Uhr den Verkauf der bestehenden Häuser aus den USA. Und dann redet noch einmal Janet Yellen, die FED-Chefin, und zwar diesmal vor dem Repräsentantenhaus. Heute war ja die Rede vor dem Senat. Und dann haben wir noch die Rohöllagerbestände um 16.30 Uhr. Zuletzt waren sie leicht rückläufig gewesen. Schauen wir mal kurz bei der Zahlenfront vorbei. Hennes und Mauritz ziehen Bilanz. Hennes und Mauritz, kurz H&M, das Bekleidungshaus. Außerdem haben wir noch wichtige Hauptversammlungen. Die wichtigste sicherlich aus der ersten Reihe hier von Volkswagen. Dann Deutsche Wohnen und Schokolade gibt es auch, nämlich bei Halloren. Auch dort lädt man ein zur Hauptversammlung. Ja, jetzt wünsche ich Ihnen eine spannende Partie gegen Nordirland. Mögen die Trikots halten, mögen sie also nicht zerreißen.